Hallo, hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Schnettels-Vlog. Wir sind jetzt gerade hier in Salzburg und gehen auf Sonne, Mond und Sterne Festival. Yes. Tickets. Hinten haben wir schon die ganzen Zeltranches eingeliefert. Unsere Schwester ist auch dabei. Danke, Jone. Sorry. Genau, wir stehen jetzt gerade hier und fahren jetzt ins Festival rein. Das ist ein Zeltfestival. Und jetzt sind alle erstmal zelten wir. Das heißt, es wird das krasseste Abfahrtleben unseres Lebens. Und es geht eigentlich schon seit gestern los, also das Campen. Das Festival an sich erst morgen. Ja. Aber es ist schon alles voll und jetzt müssen wir uns noch irgendwo reinquetschen hier. Heute ist Donnerstag. Genau, morgen geht's los am Freitag. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile unseren Pavillon, das Zelt, aufgebaut. Simone sitzt schon hier wieder im Radler. In unserem Campingstuhl, Leute. Radler ist kein Alkohol. Ja, genau Leute. Jetzt versuchen wir uns hier ein bisschen einzuleben. Das war echt schwer, noch einen Platz zu bekommen. Wir sind jetzt wirklich hinten am letzten Anschlag gefühlt. Aber es geht noch schlimmer, weil über die Straße ist noch weiter weg. Genau, der Supermarkt ist auch ewig weit weg, aber naja. Das ist unser erstes Feeling. Was haben wir anders erwartet? Also wir dachten, wir kommen gleich ganz vorne hin. So. Man hat im Kopf sich schon so das Ganze ausgemalt, am Ende ist es jetzt nicht so. Es ist nicht so schlimm, Leute. Das ist unser erstes Mal zelten. Das ist so richtig aufregend, wie es alles ist. Das ganze Feeling. Geil. Simone hat es gerade schon mal richtig fett hingehauen, Leute. Der ganze Stuhl ist durchnässt vom Radler. Also ihr müsst bedenken, es ist ein 5 Euro ID-Stuhl. Leute, hier ist alles bergab, deswegen ist sie runtergebollert. Dann war hier mein Radler gestanden, dann kam eine Biene und ich hatte Angst und habe mich den Berg runtergerollt. So Leute, jetzt mache ich hier die erste Dixi-Klo-Erfahrung. Ganz hier am Rand des Campingplatzes. Noch müsste alles clean sein. Ja, und es ist es auch noch Hilfe. So, wir laufen jetzt zum Real, also es ist so ein Supermarkt hier, genau. Auch ein paar Lebensmittel so zum Grillen und so. Hier ist einfach die Ranch und es ist schon ein krankes Leben. Man läuft hier so durch und es ist einfach so ein geiler Festival, weil es jeder hat Musik, jeder ist fröhlich, offen und nett. Das ist alles, was wir immer wollten, ne? So, wir kaufen gerade ein, Leute. Es ist so laut hier drin, hier geht richtig die Party. Ein bisschen teurer als normal. Das ist auf jeden Fall teurer als normal, so, aber es ist halt Festival. Aber das ist so, du wirst Bescheid, du gehst einkaufen. Ja. Wir sind jetzt vom Einkaufen zurück. Es hat einfach 1,5 Stunden gedauert, bis wir mal den ganzen Campus hier durchquert haben. Und zwar schmeißt Janne gerade den Grill an. Keine Grillprofi. Aber wir werden heute Abend jetzt eigentlich lecker grillen. Und wie findest du das Zeltleben, Mario? An sich richtig relaxed, chillig so. Ich habe Angst vor den sanitären Anlagen. Ja, die machen die ganze Zeit Angst. Wo mache ich heute Abend meine Abendroutine? Wo putze ich meine Zähne? Genau. Und jetzt haben wir auch mittlerweile neue Nachbarn bekommen. Jetzt ist hier alles schon vollgestellt. Ja. Und wir haben jetzt schon auch, uns ist schon aufgefallen, was uns alles fehlt oder was wir besser machen wollen. Ja. Wir könnten so eine Liste aufführen, was wir anders machen würden, was wir eher mitnehmen hätten sollen. Ja, wir versuchen einfach das Beste draus zu machen. So Leute, wir haben jetzt mittlerweile den Grill angeschmissen. Hat jetzt nicht ganz so gut geklappt, weil wir irgendwie so fette Kohle hatten, was echt schwer war. Das hat wahrscheinlich 2 Stunden gedauert. Ja, okay, so lange geht es nicht mehr. Aber wir sind halt jetzt gerade auf dem Zeltplatz rumgelaufen und gefragt, ob irgendwelche Leute kleinere Kohle haben. Wir hatten solche Briketts, keine Ahnung, wie man es aussieht. Wir hatten solche fetten Pupsen, das war echt ein Eck. Aber es brennt, Leute, es brennt. Halleluja. Nach 30.000 Jahren ist endlich dieses Putenstick auch mal durch. Marie werkelt noch ein bisschen rum, aber ich bin schon hart am Dreschen. Es gibt Salat, danach gibt es noch Ofenkartoffeln und Baguette. Also heute wird ein absolutes Festschmaus. Wir essen bis zum geht nicht mehr, dass wir morgen absolut nicht so viel dreschen müssen, weil auf dem Festivalplatz kaufen wir wahrscheinlich wieder nicht so viel. So Leute, mittlerweile haben wir alle schon Bauernäpfel hinter uns. Sind ein bisschen durch, aber natürlich das immer fitter. Wir bauen hier gerade die Tische auf. Mohl macht hier gerade mal Falkenblasen. Ja, dann ist es hier so eine Dauerbeschallung. Weil wir haben ja unsere Musik an, die hinter uns haben auch ihre Musik an. Und wird hier von allen Seiten Bescheid. Wir wurden gerade von den Nachbarn gefragt, ob wir mit Flankeball spielen, deswegen brechen wir jetzt mal auf. Simone, du bist die Werferin. Du kannst doch, Simone. Ja, schön. Oh, das ist los. Der hat gezittert. So Leute, nach einer anstrengenden Runde Flunky Ball, was echt Spaß gemacht hat, aber wir haben leider verloren. Halt wird so eine Runde inne, wir haben unsere Nachbarn ein bisschen mehr kennengelernt. Und jetzt hier, Leute, seht ihr diese rosa Wolken, ey. Das ist alles, was wir immer wollten, ey. Einfach diese Stimmung hier. Wahrscheinlich ist das Zeltplatzleben geiler als das Festival an sich. Leute, das Licht ist gerade einfach so unfassbar schön. So ein Sonnenuntergang, den wünscht man sich einfach am Festival. Bei unserer Erkundungstour, Leute, haben wir jetzt gerade hier sanitäre Anlagen entdeckt, wo man nichts zahlen muss und man hat sogar fließend Wasser. Wow. Ist das nicht ein Träumchen zum Abendroutine machen? Leute, mein größtes Problem ist gerade, ich kann den Dreck des Tages runterwaschen.
Ich bin gerade mit Dreckspfütze gesoppt, deswegen muss ich gerade meine Schuhe reinigen. So Leute, wir gehen jetzt schlafen. Marie macht noch ihre Abendroutine. Ich gehe jetzt auch schon ins Zelt. Johanna ist schon im Zelt drin. Es ist so bärsig kalt und es kommt halt immer Schatz, Leute, ey. Es ist so kalt. Und wir stärken uns jetzt, dass wir morgen absolut funktionieren können, ey. Genau, das Festival geht meistens von 18 Uhr bis morgens um 6 Uhr. Das eröffnet morgen um 18 Uhr. Genau. Ja, und dann geht es die ganze Nacht durch das Regen. Wir müssen heute Energie sammeln. Halten wir eine Runde in den Sprachfehler. So. Okay, also gute Nacht, Leute. Tschüss. Guten Morgen, Leute. Neuer Tag ist angebrochen. Wir wurden mit Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sunshine geweckt. Und der hat uns auch wirklich geweckt. Und zwar gehen wir jetzt gleich Frühstück holen bei Real. Im Supermarkt laufen wir jetzt wieder eine Pilgerung hin. Und wir wollten noch ein bisschen aufräumen, aber es ist alles hier so nass und feuchtfröhlich. Deswegen warten wir, bis die Sonne ein bisschen rumtrocknet. Marie, wie fandest du die Nacht? Ich fand es echt gut, Leute. Ich fand es wirklich gut. Ich fand sie so lala, weil ich bin immer so oft aufgewacht, ey. Und wir liegen so in einem Hang runter. Das heißt, ich rutsche die ganze nach unten. Das ist auch ein Kampf, ey. Ja, wir wollten jetzt gerade ins Bad nicht duschen, wie die anderen Leute hier, die in der Schlange stehen, sondern nur aufs Klo. Aber oh, no way. Man weiß, es gibt zu Stoßzeiten. Wie lange die Leute duschen werden, so. Man darf zu Stoßzeiten einfach nicht hier an diesen Sanitären anlangen. So Leute, wie ihr sehen könnt, machen wir uns langsam ready, weil um 18 Uhr, ich muss ein bisschen lauter reden, um 18 Uhr geht's los und wir haben jetzt noch 2 Stunden Zeit. Und wir haben eh nichts Besseres zu tun, deswegen machen wir uns ein bisschen ready. Die Marie war sogar duschen. Das war ein Act, das kann man mir nicht... Also sie sagt, es war ein absoluter Act, ey, weil es hat so verdammt lang gedauert, die Schlangen waren so lang. Du bist morgen und ja. Also wir sind jetzt Festival ready, haben unsere selbstgebastelten Bohnen auf. Die ich Bohne hab sie gebastelt und die Inspiration war von Pinterest und das sind Kabelbinder. Das sind beides Sonnen und das ist der Mond von der Farbe her. Genau, Leute. Ich stehe jetzt gerade vor. Jetzt hat es angefangen, ein bisschen zu tröpfeln, deswegen wussten wir jetzt nicht, sollen wir uns in die Schlange stellen oder nicht. Und man weiß nicht, wie hart es gleich anfängt zu regnen. Das ist halt echt bärstig. Ja. Aber wir freuen uns trotzdem schon richtig. Wir sind auf dem Gelände, decken gerade alles. Vorne hat es auch noch ein bisschen geregnet, wie ich schon gesagt habe, Leute, aber jetzt hat es aufgehört. So sieht es hier aus. Uiuiui, umgeknickt. Ohne guckt gerade den Plan an. Hier ist der Plan, Leute. Lageplan. Und hier ist das fette Line-Up. Die ganzen Acts. Genau. Heute Abend kommt Kontra K und DJ Snake. Obwohl Kontra K eigentlich so null ins Line-Up passt. Komm, weil es ist also DJ-mäßig. Aber wir wollten ihn schon immer mal sehen. Also. Genau. Wir können euch mal kurz unsere Outfits zeigen. Und hier dein Moment. Leute, natürlich Sneaker zum Festival, sonst kann man nicht dancen. Das ist die Marie. Weißes Engelskleidchen. Genau. Vor die Marie hat auch Stiefel an, falls es regnen soll. Aber ich scheiße da drauf. So Leute, wir sind jetzt gerade hier bei den Gelanden. Es ist gerade ein bisschen laut, weil die Musik jetzt anfängt. Ihr hört es im Hintergrund. Und gerade hat uns dieses Kamerateam angesprochen, weil es gibt ja immer nach Festen After-Videos. Diese After-Videos. Und dann mussten wir jetzt gerade hier drin so rumtanzen und lächeln und so. Von unangenehm. Es war halt fucking random, weil uns jeder erstens anschaut. Wir nicht wussten, was wir tun sollen. Wir haben geschwitzt. Und die Kamera von unten. Vom Festival. Und zwar halten wir eine Runde inne, weil es ist 18 Uhr. Wir sind ganz früh hergerannt. Die geilen Acts kommen natürlich erst nachts, deswegen haben wir die Zeit genutzt, ein paar Bilder abgeknipst. Und es ist immer so süß, Komplimente zu kriegen. Ja, ey. Das ist alle so süß wegen den Kronen. Ja. Stoppt um mich, wenn ich die gebastelt habe. Jetzt hat die ganze harte Arbeit sich gelohnt. Und wir wissen nicht, wie oft wir filmen können, weil es ist immer so laut. Beste, Leute. Es sieht hier einfach so unglaublich schön aus, Leute. Goals wäre es halt noch, wenn es einen geilen Sonnenuntergang geben würde. So mit rosa Wolken wäre natürlich drauf. Guck mal, da steht Buddha in der Mitte. Da hinten ist gerade noch ein Buddha. Buddha sieht mir absolut ähnlich. Schimones Idol, beziehungsweise ihr Ebenbild. Das Gesicht sieht genauso aus wie meins und Buddha. Ja, wie ein Hamster. Leute, wir lieben es, wenn Leute solche coolen Tools dabei haben. Das Licht erkennt irgendwie Regenschirm oder so. So Hammer aus. Mittlerweile ist es schon dunkel geworden und man sieht die ganzen Lichter. Wir sind hier gerade am Strand. Und in ein paar Minuten kommt dann der erste Act, der uns richtig krass juckt. So, wir sind gerade an der Mainstage, wo gleich kommt Kontra K. Endlich, nach 10 Jahren. Wir haben schon innegehalten, waren auf ein paar andere Stages, haben da ein bisschen was gehört und jetzt
versuchen, unwahrscheinlichermaßen stylisch zu sein. Wir sehen aus wie die drei heiligen Könige gerade eben. Aber ich finde schon, dass es ziemlich stylisch ist. Irgendwie sieht es trotzdem Gold aus. So, wir warten jetzt auf die Disney. Wir mussten gerade, also wir hatten den guten Platz, wir sind so bei der Bande. Wir mussten jetzt 1,5 Stunden Armin von Burn, was auch immer, durchhören, dass wir diesen Platz ergattern können. Marie ging so besser, dass sie sogar raus musste. Ich musste aus der Menge gehen, hab erstmal gepisst, Essen besorgt, jetzt bin ich weg. Und ich habe auch Schweinehunger, die Marie mir ein Stück Pizza mitgenommen und jetzt warten wir und warten wir im Sitzen. Leute, wir sind wieder hier am Zeltplatz angekommen, machen gerade Abendroutine. Wir haben heute fast nichts gefloggt. Tut uns echt leid, aber es ist halt immer so laut, um die Kamera rauszunehmen, wenn es nur noch regnet, ist schon echt bärstig. Naja, aber dann trotzdem gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt wach. Es ist, keine Ahnung, was, 10:30 oder so. Für Zeltverhältnisse haben wir echt lang geschlafen, aber da wir spät ins Bett gegangen sind, macht es am Ende auch keinen Unterschied. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall, weil hier immer so Mädchen oder zwei Mädchen vorbeilaufen, die wohnen hier im Nachbarkaff und laufen vorbei und verkaufen Crepes oder Kaffee und keine Ahnung. Ich habe mir jetzt zum Frühstück hier einen Crepe bestellt, Leute. Gestern haben die beiden sich einen bestellt, heute habe ich mir einen bestellt. Das ist echt praktisch, da muss man nicht vorlaufen zum Supermarkt, aber da wir die Vorräte für den ganzen Tag kaufen müssen, müssen wir eh vorlaufen, deswegen. Und Moni, wie fühlst du dich? Ich bin vom LKW überfahren. Alter, man fühlt sich so hart. Also jetzt ist wirklich, wirklich wahnsinnig. Vor allem heute kommt der härteste Tag, an dem wir halt wirklich voll viele Acts an uns anschauen wollen. Deswegen könnte uns heute mal richtig zerreißen. So, wir waren mal wieder bei unserem Frühstückseinkauf. Der ist ein bisschen spärlicher ausgefallen. Wir sind noch ein bisschen im Sparmodus, beziehungsweise wir gönnen uns jetzt mal so ein kalter Ravioli. Weil wir den Grill nicht anbekommen. Ja genau, wir kriegen den Grill nicht an, deswegen dreschen wir die einfach kalt. Und ich habe ja auch einen Kaffee gekauft, Leute, 3 Pennies und der ist sogar schwarz und ich bin eigentlich auch kein Kaffeeschwarztrinker. Aber ich habe es einfach verdammt nochmal nötig. So, wir melden uns jetzt nach wie vielen Stunden eigentlich wieder? Leute, wir vloggen am Tag immer nicht so viel, weil eh nichts passiert und wir gehen nur chillen. Weil wir chillen halt echt nur auf dem Campingplatz, beobachten Menschen, hören durchgehend Elektromusik und schlafen. Ja, also nichts und essen so, das ist eigentlich, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es so spannend für euch ist. Wir haben uns jetzt ready gemacht, Leute. Seid ihr erschrocken? Simone. Sieht aus wie eine kleine Puppe, aber ich kann sie jetzt hier mal bringen, Leute. Also auf offener Straße rumzulaufen, wenn natürlich Pickel hat, könnte man natürlich bringen, aber auf Festival ist es mir Wumpe und es ist halt inspiriert, ja. Bei Death by Romy ist es eine Musikerin. Ja, und die Marie hat wieder die Krone draufgeschnallt. Ja, und jetzt machen wir uns auf den Weg, weil jetzt geht's los. So, wir stehen wieder am Eingang. Und zwar hatte ich noch so Glückskekse dabei, die hatte ich damals für den Abschluss gekauft. Und die wollte ich halt jemandem anbieten, ne? So einer Mädchencrew. Und die hat mich so richtig verstört angeguckt. So, nee, danke. Und ich so, okay, da haben wir sie alle allein reingedrescht, weil ich mich nicht mehr getraut habe, Leute anzusprechen. Ja. Ich glaube, die Leute hatten einfach nur Todesangst vor mir. Die hatten einfach nur Vorteile, Leute. Ich wollte gute Glückskekse, ich wollte den Leuten Glück senden. Gute Vibe verbreiten, ja. Aber nee, danke. Tja, dann haben wir sie allein gedrescht. Dann kriegen wir eben das Glück ab. Aber und wir haben noch ein Schild gebastelt. Ich habe wieder gewerkelt, wenn die anderen geschlafen haben. An alle, die unsere Wien-Vlogs geguckt haben, die wissen, wieso, weshalb, warum. Ja, das war, hat uns inspiriert und auf der Rückseite habe ich ein bisschen darum gewerkelt, weil da war irgendwas aufgedruckt von Red Bull oder was auch immer. Ich habe alles gegeben, Marie. Wie findest du es? Ich finde es schön. Mittlerweile haben wir schon den ersten Act hinter uns. Geschönt, aber geil. War so. So lala, mein Gott. Genau. Haben wir ein bisschen Party gemacht. Ich hoffe, es ist der Licht. Ja, aber gut. Die Stimmung ist ganz gut. Jetzt ist gerade Umbau und es kommt gleich der nächste Act. Und zwar alle Farben. Mal schauen, wie es da so wird. Das wird sich genauso. Und ich finde, heute ist schon kühler. Ich habe schon meine Jacke angezogen. Vor allem, Leute, ich war gerade noch an der Bühne, habe ein bisschen gedanced und dann chillen hier und ich wollte zurück zu den Leuten. Und dann versuche ich aus dieser Menge so einen Weg zu bahnen und alle sehen mich und schrecken vor mir zurück und wir machen so ein Tunnelgefühl. Das ist so leicht wie noch nie aus der Crowd rausgekommen, weil einfach jeder Angst hat vor mir. Das ist ein Vorteil, Leute. Ich fühle mich wieder Schrecken von SMS, ey. Das ist das Grauen. Kein Leben voll. Die Stadt muss brennen.
Leute, ich bin jetzt gerade zurückgelaufen. Mona ist gerade noch am Feiern, weil wir haben jetzt gerade 16:30. Und Mona hat sich vorgenommen, so lange zu bleiben, bis die Sonne aufgeht. Und ich dachte mir, boah, es ist jetzt schon echt so bärsig kalt, dass ich mir dachte, ich gehe jetzt nach Hause. Dann bin ich jetzt nach Hause gelaufen, ganz allein. Es war schon echt schweinegruselig. Ich frage mich echt, wie Mona dann später nach Hause läuft. Aber wenn es hell ist, ist es vielleicht nicht ganz so gruselig, weil wir laufen halt schon echt einen längeren Weg und dann auch durch ein dunkles Stück, wo man sich denkt, boah, scheiße, Alter, jetzt kommt gleich ein Pedoschwein rausgehüpft. Vor allem, was auch krass war. Auf dem Heimweg, da war so ein Typ am Boden gelegen, hat so richtig schwer geatmet und 20.000 Leute waren drumherum gestanden, haben halt auf den Notarzt gerufen und alles so. Alter, es war schon echt, die ganzen Schnapsleichen davor zu finden, ist schon echt eine Nummer. Auf jeden Fall mache ich jetzt Abendroutine und gehe pennen. So Leute, wir sind gerade hart am Abbauen. Ich bin schweinemüde. Dann bin ich zurück, keine Ahnung, 6 bis 7 Uhr. Da war es schon wieder hell und das war echt ein Dope und die bauen gerade hardcore. Oh mein Gott! Maria schlägt die Hörner. Wir bauen ab, hinterlassen auf jeden Fall keinen Müll, quetschen alles wieder in die Karre, Leute. Das sieht schon echt mau aus, dass wir das hier noch reinkriegen. Aber ja, das ist die Lage. So Leute, mittlerweile sind wir schon seit ein paar Tagen zu Hause. Wir haben es nicht geschafft, am Festival Heimfahrttag noch ein Ende zu drehen. Die waren einfach zu kaputt. Uns ist es einfach entfallen. Wir haben einfach nur durchgepennt und ich musste am nächsten Tag gleich arbeiten. Dann war ich auch fixen alle deswegen. Die Marie musste danach gleich wieder aufstehen und ich habe erst mal 2 Tage lang komplett innegehalten, Die Marie musste stark sein und ich musste stark sein. Ne? Auf jeden Fall haben wir uns erholt, sind wieder komplett ausgeschlafen und frisch. Wir sind jetzt gerade auch schon auf dem Weg zum nächsten Festival, so ein Mini-Festival am Brombachsee, so einen Tag. Das heißt Selektronisch und das klingt so cool. Genau, und da gehen wir jetzt hin, aber wir wollen noch ein kleines Fazit geben zum Sonne, Mond und Sterne Festival, damit ihr auch noch kurz einen Einblick habt, weil wir haben halt nicht so viel geredet, wie wir es finden und alles drum und dran. Wir haben eigentlich fast voll wenig gefloggt, finde ich. Das sehen wir dann, ich habe es jetzt noch nicht geschnitten, das werde ich dann sehen, aber genau. Wie fandest du es, Mona? Ich fand es härter als gedacht, muss ich wirklich sagen. Ich habe es mir nicht so hart vorgestellt, weil an sich das Campen wusste man, dass es hart wird, so, aber auch dieses Nachtfunktionieren, die Hauptecks kamen zwischen 1 Uhr nachts und 6 Uhr morgens und das hat mich echt aus der Angel gerissen. Das Ding ist, für die richtigen Raver, die halt die Uhrzeiten alle gewöhnt sind, dafür die ist es ein Babyfuck. Ja. Ich finde halt die Dauerbeschallung wirklich, es ist Dauerbeschallung. Aber ich fand es schlimm. Doch, ich fand es irgendwann nervig, wenn du nachts schlafen wolltest und immer noch bam, bam, bam weitergeht. Aber irgendwann hat man es einfach runtergeschluckt. Man war so müde, ich habe es gar nicht gespürt. Ich war die ganze Zeit müde. Ich war richtig kaputt, aber keine Ahnung. Oder naja, auf jeden Fall. Wir fanden es trotzdem cool und auch zum Zelten würde ich immer wieder machen, weil ich es chillig fand, den ganzen Tag da auf so einem Campingstuhl zu sitzen, die Nachbarn zu beobachten. Man hat halt echt nur die Leute beobachtet. Aber ich finde auch an sich, das Festivalgelände fand ich lit. Richtig schön. So am See, wunderschön, als die Sonne aufging. Ja, also, wow. Ich habe die Kulisse ja gesehen, also richtig hübsch und schön. Ja, und die Acts waren eigentlich auch ganz gut. Ich finde, es hätte noch besser gehen können. Es hätte noch besser gehen können, aber trotzdem, wir fanden es insgesamt trotzdem ganz cool. Ich fand's wow. Eine geile Erfahrung. Genau. Auf jeden Fall beenden wir jetzt den Vlog. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.